Moin Leute, ich bin's Nina, eure EWE Smartgeberin. Ich liebe Mode und Lifestyle und daher werde ich euch heute mal meine Top Fashion Apps zeigen. Let's go! Fashion Apps sind nicht nur zum Shoppen gedacht. Hier geht's um Inspiration, Trends, Austausch mit der Community und Problemlösung. Und genau damit starten wir jetzt. Übrigens, die Links zu den Apps findet ihr wie gewohnt im Beschreibungstext. Kennt ihr das? Ein Schrank voller Klamotten und trotzdem nicht zum Anziehen? Diese Zeiten sind jetzt vorbei, denn mit der App Combine findet ihr super schnell euer perfektes Outfit. Hier könnt ihr anderen Nutzern folgen, deren Style euch gefällt, und dann werden euch deren Outfits im Newsfeed angezeigt. Die Community kann die Outfits dann liken und kommentieren. Gefällt euch ein Kleidungsstück, könnt ihr auch das einzelne Teil liken. Dies erscheint dann bei euch in einer Sammlung und kann zu einem neuen Outfit combined werden. Und das könnt ihr dann ebenfalls posten, um euch ein Feedback von der Community zu holen. Na klar, jetzt wollt ihr die Kleidung natürlich auch einkaufen. Das ist bei dieser App super easy. Ihr könnt einfach das Produkt auswählen, auf Shop drücken und die ganzen Online-Shops sind direkt verbunden mit der App. Super einfach. Ein weiteres cooles Feature sind die Style-Listen. Die Combine Mode-Redaktion stellt dann die einzelnen Trends in diesen Style-Listen zusammen. Und hier könnt ihr dann durch Wischen die einzelnen Bestandteile miteinander kombinieren und schauen, was euch besonders gut gefällt. Wer Combine mag, der wird sicherlich auch Polyvore lieben. Dies ist sozusagen die große Schwester aus den USA und hat fast identische Funktionen. Im Feed wird euch Kleidung vorgeschlagen, die eurem Geschmack entspricht. Je mehr ihr liked, desto optimierter erscheinen die Vorschläge. Natürlich könnt ihr hier auch wieder direkt in der App bestellen. Der Nachteil ist allerdings, dass ihr direkt zu den US-Shops weitergeleitet werdet und wenn ihr über eine deutsche Seite bestellen wollt, müsst ihr diese erstmal manuell anwählen. Die gelikte Kleidung wird in eurem Profil gesammelt und unter Create könnt ihr euch die Outfits zusammenstellen. Kommt euch irgendwie bekannt vor, oder? Mein Fazit: super, um sich Inspiration zu holen und für den internationalen Austausch, zum Shoppen aber eher nicht so geeignet. Kennt ihr das? Ihr seht irgendwo ein Kleidungsstück, wollt es unbedingt haben und wisst nicht, wo ihr es herkriegt? Ich weiß ganz genau, dass ihr das kennt. ASAP 54 ist die Lösung. Mit dieser App müsst ihr nur noch das gewünschte Kleidungsstück abfotografieren, dann die gewünschte Kategorie auswählen, in dem Fall jetzt Shirts und Blusen. Einen Augenblick warten und dann erhaltet ihr schon direkt eine Auswahl mit ähnlichen oder sogar genau den gleichen Teilen, die ihr dann auch direkt bestellen könnt. Die App gibt es bisher nur auf Englisch, sollte für euch aber kein Problem sein. Jedoch ist es so, dass auch hier die Shops meistens nur aus den USA kommen. Als nächstes möchte ich euch die App The Hunt vorstellen. Ähnlich zu Polyvore und Combine könnt ihr hier sammeln, folgen und shoppen, shoppen, shoppen. Zwei Features stechen besonders hervor. Mit der Funktion Help Me Find It könnt ihr Fotos von Kleidungsstücken hochladen, von denen ihr nicht wisst, wo ihr sie herbekommt. Und die Community hilft euch dann, diese zu finden. Wenn ihr besonders sozial eingestellt seid, dann helft ihr auch den anderen Usern, deren Wunschstücke zu finden. Richtig nice finde ich das zweite Feature, Create a Style Poll. Wenn ihr mal Feedback zu eurem Outfit braucht, fragt einfach die Community. Die wird euch dann schon weiterhelfen und euch sagen, ob ihr ein Outfit tragen könnt oder es lieber lassen solltet. Mir helfen die Fashion Apps auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, ich konnte euch auch inspirieren. Und solltet ihr noch richtig coole Fashion Apps kennen, lasst mir doch einfach einen Kommentar da. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal und ganz viel Spaß beim Shoppen. Eure Nina.